Damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer Lil Blas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar sind wir heute mal wieder in Craft-Projekt unterwegs, wie ihr seht. Wenn ihr schon mal nichts verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Gerne Daumen rum da lassen, Leute, würde ich ebenso freuen. Und wie ihr seht, ich bin hier im Creative-Modus unterwegs. Mir ist leider ein sehr dummer Fehler passiert, den ich eigentlich wieder rückgängig machen wollte, aber das hat nicht funktioniert. Für viele, die jetzt denken, ey, dein Kürbisbauprojekt, das ist ja schon relativ weit, du wirst es safe nur mit Creative gebaut haben, du hast jeden verarscht und alles. Schraubt eure Erwartungen zurück. Man hat die Lebensbalken gesehen, dass ich das Kürbisprojekt so angefangen habe. Und es gibt aber auch gleicherseits eine sehr traurige Nachricht, muss ich leider sagen. Und zwar werde ich das so machen, dass ich jetzt hier die Welt noch vollenden werde. Ich werde immer noch genug Zeit haben, um das natürlich zu machen. Also ich werde die Welt hier auf jeden Fall noch zu Ende bringen. Ich werde hier die Bauprojekte, die ich hier angefangen habe, werde ich auch hier zu Ende bringen tatsächlich. Da es einfach vergeudete Zeit wäre und einfach schade um die Projekte wäre, wenn ich das Ganze jetzt aufgeben würde. Für viele, die sich jetzt fragen, Polaris, findest du das nicht etwas verwerflich, das jetzt so zu bauen? Das Problem ist, und das kann ich den meisten von euch schon mal darlegen, ist, wenn ich es nicht so machen würde, dann, ja, könnte ich die Welt eigentlich auch gleich löschen. Aber das Ding ist, in dieser Welt, die ihr hier gerade seht, wo ich schon das meiste zusammengebaut habe, wo ich schon das meiste gemacht habe, steckt einfach viel zu viel Herzblut von mir drinne. Es wäre schade, wenn ich quasi solche Bauwerke wie das hier jetzt nicht noch vollenden würde, auch wenn es vielleicht nicht nach so viel Mühe aussieht und so weiter. Trotzdem, ich habe mir bei der Planung so viel Mühe gegeben und ich will wenigstens im Creative-Modus leider das zu Ende bringen, als gar nicht und das Ganze hier einfach stehen zu lassen. Ich habe auch tatsächlich deswegen lange kein Minecraft mehr gebracht, einfach weil ich es so traurig und schrecklich fand, dass dieses Bauprojekt hier und allgemein meine Projekte und so weiter jetzt mit Hilfe von Creative fertiggestellt werden. Aber ich kann euch versichern, das war nicht meine Absicht gewesen. Ich wollte quasi nur für ein anderes Projekt, für eine Farm, die mir ein Kumpel von mir gezeigt hat, wollte ich quasi nur den Boden ausheben, wollte dann quasi, sobald ich das ausgehoben habe, quasi wieder aus dem Creative-Modus rausgehen und dann eben hier ganz normal weitermachen, wie ich es vorher auch gemacht habe, Craft-Projekt für euch aufnehmen und so weiter. Aber als ich das versuchte, hat es leider nicht mehr funktioniert. Ich musste feststellen, dass die Befehle einfach nicht funktioniert haben und leider meine Welt hier im Creative-Modus gefangen ist und ich nicht weiß, wie ich das Ganze wieder rückgängig machen kann. Ich habe auch nichts dazu im Internet gefunden tatsächlich und muss leider sagen, dass das Projekt leider durch den Creative-Modus jetzt genauso wie die anderen fertiggestellt werden wird. Und das Ding ist, was ich auch noch sagen will, es gab so geile Projekte, die ich eigentlich noch in dieser Welt hier umsetzen wollte. Ich wollte den Turm aus Schafswolle bauen, ich wollte alles Mögliche machen. All diese Projekte werde ich jetzt nicht mehr anfangen, da es sich eh nicht mehr rentieren wird. Das Einzige, was ich auf jeden Fall immer machen werde, ist diese Welt hier zu behalten, immer wieder mal reinzuschauen, aber an dieser Welt einfach nichts mehr zu machen und einfach auch die Leute daran zu erinnern, was ich hier eigentlich geschaffen habe. Auch vielleicht, wenn es jetzt nicht nach so großer Arbeit aussieht. Es ist sehr viel Arbeit, das Ganze hier hinzubauen. Also ich benutze trotzdem meine Zeit, auch wenn ich nichts mehr gefarmt habe und alles. Aber ich muss euch auch sagen, der Sinn von Craft-Projekt war es ja eigentlich gewesen, quasi sich eine Map aufzubauen, wo man quasi Sachen in Ruhe und Frieden bauen kann, wo man geile Projekte verfolgt und einfach geile Sachen aufbaut, wie eben dieses Bauwerk, was ihr hier seht, wie viele Kürbisblöcke hier reinfließen, was ich für eine Berechnung gemacht habe. Ich kann nur sagen, was ich erfarmt habe,
und was ich da eigentlich alles für Herzblut reingesteckt habe in diese ganzen Projekte und alles. Also, das ist Wahnsinn. Und das Ding ist, es wird eins meiner meist größten und beliebtesten beziehungsweise auch geliebten Projekte bleiben, da ich mir so viel, ja, weil ich mich so angestrengt habe. Ich habe ja sogar eine Kürbisblockfarm gemacht. Man hat die Videos damals gesehen, das war alles nicht im Creative-Modus gewesen. Durch diesen einen Fehler habe ich jetzt einfach alles kaputt gemacht. Das ist auch für mich gerade sehr schrecklich. Also damals, also das war jetzt vor einiger Zeit gewesen, dass mir das passiert ist und ich das gemacht habe. Und ich muss auch sagen, also ich finde es echt schrecklich. Ich finde es echt schrecklich und das Ding ist, wenn ich könnte, ich würde es wirklich nochmal umändern, aber es geht jetzt halt einfach nicht mehr. Ja, der Satz mit X war aber nix. Aber nur, dass ihr wisst, also ich werde die Bauprojekte noch hier fertig machen in dieser Welt. Werd euch noch alles natürlich zeigen. Projekt für Projekt, was ich noch gebaut habe. Das Kürbisblock-Projekt hier, das ist eins davon, was hier entstehen wird. Werdet ihr dann aber eh erst im Endeffekt sehen, wenn ich dann fertig bin. Bei den letzten Schritten tatsächlich werde ich auch, denke ich mal, keine Aufnahme dazu machen, da ich einfach will, dass es eine Überraschung bleibt und ihr aber trotzdem sehen werdet, wie hart ich mich angestrengt habe, wie viel Herzblut da drin gesteckt hat und wie viel Zeit ich eigentlich dafür geopfert habe. Im Grunde genommen. Also es ist schon ein Projekt, was schon sehr lange geht. Ich muss auch sagen, es ist ein so großes Projekt und alles. Ihr seht, das ist gerade mal, das ist gerade nicht mal ein, nicht mal die Hälfte. Da fehlt noch einiges, einiges, einiges. Sobald es aber fertig sein wird, ja, wird sich die Mühe gelohnt haben. Wir werden auch unter anderem die Terrasse fertig bauen, die ich da vorne noch gebaut habe, und das Haus werden wir noch fertigstellen. Was haben wir denn sonst noch? Die Evive-Statue, die da hinten steht, werde ich jetzt auch dann so fertig bauen, weil, wie schon gesagt, ich kann jetzt hier eh nichts mehr dran ändern. Selbst wenn ich wollte. Was sehr traurig ist, es ist sehr traurig für Craft-Projekt, weil ich mir noch erhofft hatte, dass wir sehr geile Folgen haben werden, wo ich euch einfach das fertige Projekt nach Fertigstellung so mit Materialfarmen und dies, das Ananas einfach hinkriegen werde. Aber leider wird es nicht mehr der Fall sein. Ich kann euch auch nicht mehr sagen, wie viele Videos es noch sein werden, was ich hier reinstecken werde. Ich kann euch nur so viel verraten, dass diese Welt halt einfach, ja, ich euch die Welt noch noch ein paar Mal zeigen werde, noch ein paar Mal was machen werde und aber dann mich auch von dieser Welt tatsächlich verabschieden werde. Also ich werde hier da natürlich nichts mehr bauen. Ich werde natürlich ab und zu noch hier reinschauen, gucken, wie war das gewesen? Was habe ich hier alles in dieser Welt gemacht? Was habe ich alles erschaffen? Aber ja. Aber ihr seht es selber, es ist sehr viel Arbeit. Allein schon von den Ressourcen, was ich dafür noch hätte farmen müssen. Es ist sehr mühsam. Das kann man nicht anders abstreiten. Ah ja. Aber ich muss einfach sagen, ich habe das ganze Projekt irgendwie ruiniert. Und was lernen wir daraus? Benutzt niemals Creative Modus, um dich vor Arbeit zu drücken. Weil das ist das, was alles kaputt macht. Wenn man dann irgendeinen Mist baut und dann die Welt nicht wieder in den Originalzustand zurückversetzt werden kann, wie sie eigentlich vorher war. Das merke ich mir für die nächste Welt. Ich werde das Ganze eh nicht mehr benutzen, weil ich da keinen Bock habe, dass nochmal sowas passiert wie hier.
Aber ich muss sagen, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Egal von der ersten Folge damals bis jetzt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben viele Abenteuer erlebt. Wir haben viel gemacht. Wir sind viel Farmen gegangen. Es war schon eine geile Zeit. Und ja. Aber wisst ihr Leute, es gibt auch eine Sache, die ich sehr traurig finde. Darüber will ich mich jetzt aber tatsächlich in diesem Video nicht dazu äußern, weil ich will euch natürlich unterhalten. Ganz normal, ist ja logisch. Wie breit habe ich das jetzt gebaut? Jetzt muss ich gerade gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Blöcke breit. Interessant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, so kann's gehen, Leute, ne? Aber ihr seht es, also das werde ich hier jetzt auch in dem Video tatsächlich nicht fertig kriegen, weil, glaubt mir, das Ganze auszubauen, das dauert noch viel länger. Viel, viel länger dauert das Ganze noch. Aber ihr seht selber, das ist sowas von viel Arbeit. Alle werden so sagen, ja, du hast doch eh nur gecheatet, das hast du mit Absicht gemacht und so weiter. Leute, glaubt mir, schaut einen meiner älteren Videos an, dann werdet ihr verstehen, dass das hier, was ich hier jetzt gerade mache, keine Absicht sein kann. Da ich diese Welt mit meinen eigenen Händen geschaffen habe und ich weder die Absicht habe, noch darüber fröhlich bin, dass ich hier so reingefailt habe mit diesem Fehler, aber ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern. Deswegen chillt mal eure Nuggets. Und egal, wer zu mir sagen wird, ja, das hast du voll mit Absicht gemacht oder sonst irgendwas. Ich kann nur sagen, für die Leute, die das wirklich glauben sollten, schaut einfach eure Videos an. Ihr werdet sehen, wie viel mir dieses Bauprojekt, genauso wie diese ganze Welt, die ich geschaffen habe, was ich daran alles gebaut habe, meine Zeit da reingesteckt habe, was ich alles gebaut habe, gemacht habe. Ihr werdet dann sehr schnell verstehen, dass diese Welt mir sehr am Herzen liegt und dass ich auch sehr viel meiner Zeit und auch Spaß dran hatte, das Ganze hier zu bauen, einfach weil es Werke sind, die großartig sind und auch, ja, unvorstellbar, dass ich jemals sowas machen könnte, wenn man es genau nimmt. Aber wie schon gesagt, ich werde das Ganze eh heute nicht fertig bauen. Ich mache jetzt hier nur für euch eine Folge. Ich mache jetzt eben gerade weiter, da ja auch tatsächlich lange schon kein Minecraft mehr kam. Für euch wird schon dann der nächste Tag sein, wo ihr das Video zu sehen bekommen werdet. Auch wenn es vielleicht nicht für euch so geil scheinen wird, dass es jetzt im Crafted-Modus fertig gebaut wird. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, aber man sieht es allein schon. Eigentlich an meinen Tools. Ich habe mich eigentlich wieder hochgearbeitet und trotzdem gefailt. Ach man, hätte ich das doch nur dabei gelassen, echt. Naja. Aber es ist mein Seelenwunsch, dass ich das wenigstens jetzt noch fertigstelle. Also die ganzen Sachen, die ich jetzt schon angefangen habe und dann eine neue. Vielleicht werden wir dann was Neues machen. Ist, denke ich mal, viel besser.
Aber glaub mir, es werden noch andere Videos kommen, es wird noch viel regelmäßiger Stuff die nächste Zeit kommen, also. Aber auch natürlich eine Nachricht, die vielleicht nicht so schön sein wird. Tatsächlich. Ich muss auch leider sagen, für mich ist es eher traurig, vor allem darüber zu reden. Weil ich meine, es sind so einige Dinge, die mir momentan im Magen liegen, aber ja. Ich sag mal so, ich will euch damit jetzt auch nicht groß aufziehen. Die meisten von euch haben bald Ferien. Sollt auch natürlich euren Spaß haben. Sehr logisch. Zack, zack, zack. Tut langsam echt die Hand weh. Sagen, das bauen wir noch fertig. Passt soweit. Der Block, wenn der vervollständigt wird mit dazu. Boah. Digga, das sieht schon so heftig aus. Junge. Boah. Och, Bruder, das sieht doch viel zu heftig aus. Eieieiei. Aber ich werde es auch jetzt, denke ich mal, noch ein bisschen weiterbauen und dann ist auch gut für heute. Das ist noch so viel Arbeit, also da werden wir noch einige Videos damit füttern können, also so ist nicht. Nein, natürlich, wir werden zwischendurch auch noch wieder was anderes machen. Logisch. Natürlich, den Graben, den ich da auch ausgehoben habe, tatsächlich, das habe ich euch auch noch nicht erzählt. Den Graben, den ich da ausgehoben habe, der macht auch keinen Sinn mehr, weil dadurch, dass ich nicht mehr zurück, dass ich die Welt nicht mehr zurück verändern kann in ihren Standardmodus, ja, macht eine Farm mit Tintenfisch wenig Sinn. Mach noch ein bisschen weiter und dann passt es für mich auch. Weil ich sag euch mal so viel, das ist sehr anstrengend, das Ganze hier zu bauen. Oh, machen wir noch
Machen wir noch ein bisschen und dann passt das für mich, Leute. Also, allein schon, wie viel ich gerade wieder zusammengebaut habe, das ist schon krass. Aber ihr merkt gerade selber, es ist sehr anstrengend. Also, das ist echt wirklich anstrengend. Oh, Bruder, Digga, was geht hier ab, ey? Oder was? Was haben wir hier reingezimmert, oh mein Gott, wie groß das immer weiter wird, Digga. Tschüss. Da fehlt nur noch so ein minimales Stück. Aber gut, Leute. Ich würde das Video auch an der Stelle beenden. Das hat keinen großen Sinn, da heute noch weiterzumachen. Weil wenn ich noch weiter baue, dann schlaft noch irgendwann meine Hand ein. Ich meine, das ist jetzt der größte Teil davon. Ich meine, da fehlt halt immer noch einiges, was man noch bauen muss. Also es wird schon sich noch etwas ziehen, denke ich mal, bis wir fertig werden. Aber allein schon, wie das jetzt aussieht. Bruder.
da, wenn das ganze Ding fertig sein wird, das wird so geil aussehen. Boah. Boah. Sag euch ehrlich, das wird so krank aussehen, das Endbild. Boah. Schade. Ja, gut. Na gut, Leute, dann würde ich das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, ihr hat es mir gefallen, auch wenn es jetzt nicht mehr das Format sein wird, was ihr so gerne gemocht habt. Ich meine, Craft-Projekt ist es ja natürlich immer noch, aber ja, halt leider nicht mehr so, wie man es gekannt hat. Aber Leute, wir werden uns danach wieder ein neues Projekt widmen. Die Welt wird zwar nie in Vergessenheit geraten, aber es war schon wirklich geil. Also, sobald alles fertig ist, werde ich mich auch was anderem widmen. Natürlich. Na gut, Leute, dann würde ich das Video auch beenden. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde ich ebenso freuen. Und gerne Kommentar da lassen, wie ihr wisst, ich lese mit Kommentar immer gerne durch. Und da würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag an der Stelle. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.